Ja, Leute, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hier ist Wolf und ja, vielleicht wird euer Tag ja jetzt noch schöner, denn ich habe euch was mitgebracht. Wir können jetzt endlich die Katze aus dem Sack lassen. Wir haben seit ein paar Tagen den fertigen Review-Code zu Horizon Zero Dawn. Ich habe mir das Baby gleich geschnappt. Ja, und das folgende Video zeigt euch die Highlights der ersten, ja, vielleicht sagen wir mal so 7, 8, 9, ich glaube nicht ganz 10 Stunden. 10 Stunden, sagen wir einfach mal 10 Stunden, das klingt einfach geiler als so 8,5 oder so. 10 Stunden, sage ich jetzt einfach mal, habe ich Horizon gespielt und in den folgenden, ja, wie lange wird das Video? Ich schätze mal so 40 Minuten. Ja, möchte ich ein bisschen mit euch plaudern, ein bisschen meine Eindrücke mit euch teilen. Ihr habt ja vielleicht schon unser letztes großes Horizon-Video gesehen, da haben sich Anne und Elias ein wenig drüber unterhalten, was sie in Amsterdam bei Guerilla, bei dem Macher gesehen haben. Und jetzt endlich könnt ihr auch das entsprechende Bildmaterial dazu sehen und eben auch meine ganz ungefilterten ersten Eindrücke. Bevor wir jetzt ein bisschen ran an die Buletten gehen, noch 2,5 Worte zur Erklärung. Ihr wisst, bei mir kann ein Video niemals ohne Erklärung starten, deswegen nur ganz kurz und ganz schnell, weil es immer wieder gefragt wird, diesmal vergessen wir es nicht zu erwähnen, ich habe es auf der PS4 Pro gespielt und ganz wichtig, wir haben heute die Nachricht bekommen vom Entwickler Guerilla selber, dass am Tag des Releases Horizon noch einen kleinen Patch bekommen wird, der das Spiel offenbar noch ein bisschen schöner macht. Also soll irgendwie, was ich die Framerate noch weiter stabilisieren. Was ganz genau da der Inhalt sein wird, wissen wir auch noch nicht. Aber er soll visuell eben noch einen kleinen Zahn dazulegen. Das heißt, eine PS4 Pro und entsprechendes Equipment vorausgesetzt, kann es sogar sein, dass bei euch das Spiel sogar noch schöner aussieht als jetzt hier. Und zum Zweiten, ich habe es auf Deutsch gespielt, das Spiel. Ich habe nicht wundern, die Musik ausgestellt im Hintergrund. Jetzt gerade hört man noch ein ganz kleines bisschen Musik im eigentlichen Gameplay, aber nicht. Das hat nur den Grund, dass wir öfter mal springen werden. Logischerweise kann ich euch jetzt nicht 10 Stunden am Stück zeigen. Ich möchte euch ein wenig die Highlights präsentieren und euch einen groben Überblick vermitteln über Horizon. Und weil das irgendwie einfach sehr komisch ist, wenn die ganze Zeit, wie man im Soundtrack hin und her springt, habe ich den einfach kurzhand ausgestellt. Also wenn ihr euch vielleicht hier und da wundert, warum es im Hintergrund so ruhig ist und nie Musik zu hören ist, das ist eine bewusste Entscheidung von mir gewesen. Ja, und ich habe es ja gerade schon gesagt, also mir geht es primär in dem Video darum, euch ganz konkret mal zu zeigen, wie tatsächlich spielt sich denn Horizon. Denn ich habe so das Gefühl, viele Leute haben Bock drauf, aber nicht alle haben eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie der tatsächliche Spielablauf und Verlauf denn nun sich darstellen wird. Und ich muss sagen, mir ging es ähnlich. Also ja, ich dachte immer die ganze Zeit, okay, cool, aber ich muss es mal selber spielen, um zu wissen, ob das jetzt wirklich geil ist oder nicht. Und das soll dieses Video euch jetzt bringen. Wir werden uns einige Kämpfe angucken, ihr werdet von der Grafik viel sehen, ein bisschen was von Charakterinteraktion auch. Und aber auch ganz wichtig, denn ich weiß, das interessiert euch ja auch immer sehr, ihr kleinen Schlingel. Ich habe probiert, es so spoilerfrei wie möglich zu halten. Das heißt, ich sage nichts über die Story. Wir werden keinerlei Zwischensequenzen sehen, die von der Story viel verraten. Was ihr hier gerade seht, ist das Intro. Also wer sich da schon gespoilt von fühlt, ja, der hat es aber auch wirklich schwer im Jahr 2017. Also es soll wirklich um das reine Gameplay gehen. Ihr sollt ein bisschen die Atmosphäre, die Stimmung, den Tonfall von Horizon aufsaugen. Wer jetzt schon genaue Details haben will zur Geschichte, was ist der Hintergrund, was ist mit Aloy, in welche Richtung geht das, was ist der große Twist am Ende, gibt es überhaupt einen Twist, der muss sich dann irgendwelche Spoiler- oder Leak-Videos im Internet angucken. Das ist jetzt hier nicht meine Aufgabe, sondern es soll um das Spiel an sich gehen. Okay, gehen wir ran. Ja, und ich weiß, ich tue jetzt unseren Klickzahlen keinen Gefallen. Eigentlich sagt man ja erst am Ende, ob man es geil gefunden hat oder nicht, damit immer alle schön bis zum Ende des Videos dranbleiben. Mache ich jetzt aber nicht, weil ich keinen Bock habe. Ich sage direkt, ich fand und finde Horizon richtig geil. Ohne Scheiß. Leute, ich kann es ja jetzt sagen, ich kann es ja zugeben, ich war ein ganz kleines bisschen skeptisch, weil ich immer dachte so, ja, es klingt schon gut, aber mir fehlt so ein bisschen der Kick bei allem, was ich bislang gehört und auch gesehen habe. Und ja, ich hatte jetzt selber 2 Tage das Pad in der Hand und Leute, ohne Scheiß, ich wollte nicht aufhören. Das hat mich gekickt und gefesselt wie lange kein Spiel mehr. Ich bin jetzt schon ein kleiner Horizon-Fanboy. Also wir können alle aufatmen. Das ist mal wieder ein AAA-Titel, da ist der Hype, ich sag mal, nicht völlig unberechtigt. Okay, aber gehen wir mal ran. Ihr wisst ja vielleicht schon, wenn nicht, wisst es jetzt, dass Horizon mit einer kleinen Aloy startet. Ich weiß gar nicht, wie alt die da ist, 9, 10 oder was, keine Ahnung.
Wir machen immer wieder, habe ich ja gerade gesagt, immer wieder einen kleinen Cut. Was wir gerade gesehen haben, ist der Fokus. Das seht ihr hier an ihrem rechten Ohr. Das ist ein, ja, ein Artefakt, zu dem möchte ich jetzt gar nicht zu viele Hintergrundinfos geben. Den findet sie eben, nein, das Artefakt, nicht der Artefakt, das Artefakt. Aber der Fokus, genau, das wollte ich sagen. Diesen Fokus findet sie eben als kleines Kind, der wird auch später als Erwachsene im Laufe des Spiels natürlich ebenso wichtig bleiben, wie er es am Anfang ist. Denn was wir von Anfang an lernen bei Horizon ist nicht nur, dass es auf Action ankommt, sondern es wird immer wieder und gerne geschlichen. Und das machen wir, da hätte mich schon der erste Dino fast entdeckt, der erste Roboter-Dino, das machen wir folgendermaßen. Wir schalten unseren Fokus ein. Und dann sehen wir hier die Laufbahn dieser Metall-Dinosaurier. Und das Spannende ist, dass wir sie so aktivieren können, dass sie auch noch dann zu sehen sind, wenn wir den Fokus ausschalten. Also das ist eigentlich ein ganz pfiffiges System, was mir wirklich ganz gut gefällt, denn, ja, ihr wisst ja so mit dem Schleichen, also die einen finden es super geil, die anderen irgendwie gar nicht, Leute wie ich, wir sind so in der Mitte, aber es ist ja oftmals so, dass so ein Stealth-System nicht immer so bis ins Letzte durchdacht und ausgearbeitet ist und oftmals einfach nicht so poliert und dass es mehr für Frust sorgt als für alles andere. Und da muss ich sagen, gefällt mir dieses System echt ganz gut. Also man kann sich wirklich relativ einfach, so wie ich es gerade gemacht habe, an diesen Wächtern hier vorbeischleichen. So, jetzt gibt's wieder einen Cut. Wir überspringen jetzt mal ein bisschen von der Story, denn wie gesagt, ich möchte euch da nicht spoilen, was jetzt im Einzelnen mit der kleinen Aloy passiert. Wir sind jetzt ein paar Jahre in die Zukunft gesprungen und das, also da geht für mich gefühlt das Spiel erst so richtig los. Wir sind erwachsen, der nette, bärtige Mann im Hintergrund ist Rost, unser Vater. Und jetzt gleich können wir tatsächlich unsere ersten wirklich freien Schritte hier in Horizon machen. Und das Erste, was auffällt, Leute, guckt es euch an, guckt es euch an, guckt euch diese Grafik an. Saugt diese Atmosphäre der Welt in euch auf. Also da wirklich mit der Einstellung gerade, ich habe mal ganz, ganz bewusst, Achtung, überraschenderweise bin ich hier nicht gestorben. Ich habe einfach nur einen falschen Knopf gedrückt. Ich wollte eigentlich so cool eine Rolle machen an der Kante, bin dann runtergesprungen. Aber irgendwie, ja, da hat mir das Spiel wohl vielleicht so einen ersten Anfängerfehler durchgehen lassen. Das kann ich aber schon mal sagen. Das ist nicht Usus, denn ich bin des Öfteren später immer wieder gestorben, weil ich wirklich zu tief gefallen bin. Das war jetzt vielleicht nur so eine kleine Handreichung vom Spiel. Genau, also das ist halt wirklich so das Erste, was mir auffällt. Und das Erste, woran ich denke, wenn ich das Reizwort Horizon höre, das ist halt einfach echt diese Grafik und diese Welt. Und das kann ich schon mal sagen, ich fucking liebe diese Welt. Ich finde das so wahnsinnig schön. Die sieht nicht nur grafisch absolut umwerfend aus, sie fühlt sich so wahnsinnig echt und authentisch an. Also ihr wisst, wir sind in der Postapokalypse. Wir werden auch später noch ein paar Ruinen und Artefakte von der Zivilisation, die vor dieser Zivilisation kam, sehen. Und es fühlt sich echt an wie eine Welt, in der tatsächlich Menschen gelebt haben, von denen jetzt nichts mehr zu sehen ist und auch jetzt neue Menschen, eine neue Zivilisation lebt. Also es wirkt wild, es wirkt zerklüftet, auf der einen Seite echt wunderschön, aber eben auch gefährlich. Also dieses Gefühl, dass man eine Jägerin ist und auch Sammlerin und wie hier zu sehen eine hervorragende Kletterin und all das ist Aloy, auch das werden wir noch des Öfteren sehen in den nächsten paar Minuten. Das kommt wirklich also so dermaßen fantastisch, authentisch rüber. Guck mal, allein das im Hintergrund. Auch hier, da will ich nicht allzu sehr in die Tiefe gehen. Was wir da genau sehen, das werdet ihr dann noch im Laufe des Spiels selber rausfinden. Und auch das kann ich schon mal sagen. Die Story ist ja so ein Punkt, der hat mich mit so am meisten gereizt. Und ich glaube, vielen von euch geht es da ganz ähnlich. Denn die Entwickler haben ja ein großes Geheimnis drum gemacht, was jetzt genau die Story eigentlich ist. Und wie diese Postapokalypse oder die Apokalypse eigentlich, wie die zustande gekommen ist. Und was das eigentlich alles genau soll. Achtung, hier. Ah, das kann ich, Entschuldigung, aber da muss ich gerade so drauf eingehen. Das habe ich so gern gemacht, ne? Das, ohne Scheiß. Ich liebe es, Viecher zu jagen. Komm her, Wildschwein. Ja, und Babsen! So, killen, looten, weiterziehen. Ich kann auch schon mal sagen, am Ende des Videos gibt es eine kleine Überraschung für Leute, die das ebenso gerne gemacht haben wie ich. Ich muss immer wieder mal ein bisschen springen. Das tut mir sehr leid. Also verzeiht es mir bitte, wenn ich jetzt
ein wenig wirr daherrede oder es zumindest so wirkt. Ich habe klare Gedanken, ich habe nur nicht immer Zeit, sie auszuformulieren, weil ich eben, wie am Anfang schon angekündigt, immer mal wieder einen kleinen bis mittleren, manchmal auch einen längeren Cut mache. Und deswegen springen wir irgendwie immer wieder ein bisschen. Was wir gerade gesehen haben, waren einfach nur Wegmarkierungen. Also die leuchten so metallisch, futuristisch pink auf. Mit denen kann man aber nichts machen. Und also zumindest versteckt sich da für mich jetzt noch kein Geheimnis. Möglicherweise gibt es auch da eine krasse Enthüllung, warum die genauso aussehen, wie sie aussehen. Aber zumindest in den ersten in den ersten 8, 9, 10 Stunden dienen die einfach nur als Wegmarkierung, damit man auch tatsächlich immer weiß, wo man lang zu gehen hat. So, und jetzt reden wir mal ein bisschen über das eigentliche Gameplay. Denn ich habe ja gesagt, Jägerin und Sammlerin ist Aloy. Und das ist tatsächlich ein großer Teil des Spiels. Wir sind, so wie hier, auf der Jagd nach Rohstoffen. Das Geloote, also das Ausnehmen von erbeuteten Tieren und auch anderen Gegnern, das kann ich auch schon mal sagen, ist tatsächlich wichtig. Diese ersten Roboter-Dinosaurier hier, die sind noch, ich sag mal, relativ zahm, was auch ganz gut ist, denn das Kampfsystem, das ist durchaus speziell. Also Anne hatte mich ja schon ein bisschen vorgewarnt. Was es nicht gibt, zumindest am Anfang nicht, vielleicht ist das eine Fähigkeit, die man später freischaltet, aber wenn ja, bin ich noch nicht so weit gekommen, ist ein Lock-on-System. Das heißt, ihr könnt nicht einen Gegner markieren, sodass ihr euch die ganze Zeit 360 Grad um ihn dreht und den immer im Blick habt. Das heißt, also wenn ihr seht, dass ich hier so ein bisschen wie so ein wild gewordener Schlumpf hin und her springe und rolle und panisch von einer Ecke des Bildschirms in die andere renne, dann liegt das eben daran, dass ich wirklich jederzeit versuche, alle Gegner gleichzeitig im Blick zu haben und manuell ausweichen muss. Und jetzt denkt ihr vielleicht, oh Gott, das klingt ja wie der absolute Krampf. Und wie gesagt, am Anfang ist es tatsächlich gewöhnungsbedürftig. Ich kann aber sagen, Leute, ohne Scheiß, wenn man das mal so ein bisschen Intus hat, das ist so geil, das macht so wahnsinnig viel Spaß. Ich habe gekämpft in diesem Spiel, so irre wahnsinnig gerne, klingt komisch, deswegen sage ich wahnsinnig gerne. Da kommen natürlich später auch noch ein paar andere Gegner und auch noch dickere Gegner, ein paar wirkliche Brocken. Also die stellen einen durchaus vor eine Herausforderung, weil es einfach ein Kampfsystem ist, was man in der Form nicht kennt oder zumindest lange nicht mehr gespielt hat. So, jetzt sind wir mal ganz kurz bei einer Charakterinteraktion. Hier schauen wir mal rasch ins Menü. Ich habe gesagt, Jägerin und Sammlerin ist immer noch das Motto. Das heißt natürlich, alles, was wir erbeuten, kann man entweder verhökern bei Händlern oder eben auch zum Craften und Modifizieren unserer Waffe benutzen. Hier zum Beispiel war unsere Aufgabe, eine Stolperfalle herzustellen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Die wird ausgerüstet und was ich auch ganz nett finde, wenn man möchte, kann man sich in einem kleinen Filmchen, so wie hier zu sehen, anzeigen lassen, wie die neue Waffe oder das neue Ausrüstungsteil im Inventar funktioniert. Und das probieren wir jetzt auch gleich mal aus. Wir legen also diesen Stolperdraht, der auch mit der Strom führt. Und jetzt hoffen wir mal, dass diese Saurierviecher, die ich hier angelockt habe, das sieht man an dem gelben Fragezeichen, die sind also neugierig, die untersuchen den Lärm oder haben vielleicht auch was gesehen. Und Achtung, zack! Geil! Und das wär's im Grunde schon. Jetzt sind die Viecher natürlich immer noch nicht erlegt, das müssen wir selber machen, aber die sind für eine entsprechende Zeit betäubt. Ihr könnt euch denken, bei großen Gegnern ist das nicht so einfach. Also entweder die werden überhaupt nicht betäubt, die latschen da völlig unbeeindruckt durch, oder sie sind so kurz betäubt, dass man wirklich die Zeit gut nutzen muss. Bei diesen kleineren allerdings kann man eigentlich davon ausgehen, dass es dann das war für sie. So, hier nochmal kurz ins Charaktermenü geguckt. Jäger, Krieger und Sammler sind unsere drei Skilltrees. Und auch hier, ich gehe jetzt nicht auf alles Einzelne ein, aber so ganz grob könnt ihr es euch denken. Wir können unsere körperliche Fähigkeit nach oben pushen. Wir können zum Beispiel es so einstellen, dass wir mehr Beute looten können. Auch da, also man kann und soll und muss sogar experimentieren. Achtung, zack. Das beispielsweise ist ein Perk, den habe ich mir kurz davor gekauft. Ihr könnt euch jetzt an den Gegner ranschleichen und mit R1 ihn quasi mit einem Schlag ausschalten. Auch hier, das hängt natürlich schwer von der Größe des Gegners ab. Aber das ist eine Fähigkeit, die habe ich wirklich sehr gerne benutzt und das kann ich euch nur empfehlen. Genau, und ich habe ja gesagt, größere Brocken. Und hier ist auch schon der erste, ein Sägezahn. Und man sieht es schon nicht nur am Design und an der Größe, sondern auch am Lebensbalken. Guckt mal, dieser kleine rote Balken da. Der sieht jetzt nicht so groß aus, aber ich ziehe ihm immer relativ wenig ab mit jeder Attacke. Er hat natürlich seine Schwachpunkte.
Aber auch wenn ich diese Schwachpunkte anvisiere, dann ist das jetzt nicht so, wie man es vielleicht denken könnte, so, oh Gott, 3, 4 gute Treffer und das war es wie bei anderen Spielen, sondern das sind teilweise wirklich minutenlange Kämpfe, bei denen man sehr, sehr konzentriert sein muss. Und also wirklich, ich kann es nur nochmal unterstreichen. Ich fand das richtig geil, ohne Scheiß. Also als ich das einmal begriffen hatte, was das Spiel von mir will, nämlich, nee, Alter, du musst jetzt richtig kämpfen. Das Spiel macht das nicht für dich. Ihr kriegt irgendwie nicht angezeigt, so, jetzt drückt bitte den Knopf für eine krasse Attacke. Als nächstes kommt der Prackenhieb von links oben. Und außerdem dreht sich die Kamera eh fröhlich mit. Also im Grunde muss man irgendwie gar nichts mehr selber machen. Ich will jetzt nicht irgendwelche Konkurrenzserien hier in Misskredit bringen, aber die Kämpfe laufen nicht ab wie bei Assassin's Creed, sage ich jetzt mal ganz vornehm, wenn ihr wisst, was ich damit sagen will. Also hier hat man wirklich nach so einem Kampf, man sieht es hier, hat man echt das Gefühl, holy shit, das war ein richtiger Kampf gegen wildes Biest. Das ist nicht mal so eben nebenher weggeklatscht. Und das ist wirklich echt super geil. Also wenn man dann die entsprechenden Fähigkeiten freischaltet, beispielsweise einen stärkeren Schuss oder noch Feuerpfeile wird man craften können. Ich glaube, das kann ich jetzt auch schon, das werden wir auch gleich, glaube ich, kurz mal sehen. Es gibt die Möglichkeit, beim Zielen in Zeitlupe zu schalten. Auch das werdet ihr gleich noch zu Gesicht kriegen. Dann hat man wirklich und wahrhaftig das Gefühl, so eine prähistorische Jägerin zu sein. Und das ist wirklich, also, ah, ich habe es am Anfang gesagt, und Leute, es war keine Übertreibung, es tat mir im Herzen weh, hier dieses Video zusammenzuschneiden, meine 9 Stunden Rohmaterial auf 40 Minuten runterzukürzen, denn ich hätte euch so viel zeigen können, also teilweise wirklich so epische Kämpfe, also da tat es mir wirklich um jede Sekunde leid, die ich da weggeschnitten habe, und man sieht auch sehr gut, hoffe ich zumindest, Achtung, warte mal, sehr gut, weg damit. what? Man sieht sehr gut, wie man da tatsächlich immer besser wird. Apropos sehen, wir werfen mal einen kurzen Blick auf die Karte. Könnt ihr euch denken, das ist natürlich erstmal nur ein kleiner Ausschnitt, deswegen zoomen wir mal raus und man sieht, holla die Walfee. Also die Karte ist groß. Und jetzt ist das ja nicht mehr unbedingt ein Qualitätsmerkmal per se, denn jedes zweite Open-World-Spiel rühmt sich ja damit, eine noch größere Karte zu haben als alle anderen Spiele. Aber was es wirklich so besonders macht, ist tatsächlich diese Welt. Und dazu passt diese Szene hier. Auf einmal fängt der Regen an. Leute, ohne Scheiß, ich bin so dermaßen verliebt in diese Welt, in diese Atmosphäre. Das fühlt sich so echt an. Man spürt die Nässe auf der Haut. Es ist, also das ist für mich so der Knackpunkt. Das ist ja toll, wenn jede zweite Map irgendwie die Oberflächengröße von Großbritannien hat. Aber wenn diese Welt langweilig ist, wenn ich mich darin nicht gerne aufhalte, dann bringt mir das gar nichts. So, dann habe ich davon nichts. Und bei Horizon, zumindest nach den ersten 10 Stunden, hatte ich nie das Gefühl, okay, das ist jetzt hier irgendwie eine langweilige, tote Welt und im Prinzip möchte ich eigentlich nur schnell von einem Punkt zum anderen huschen, um die Story durchzukriegen. Sondern ich habe wirklich, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich damit verbracht habe, mich einfach nur umzugucken. Ich bin auf Bergspitzen geklettert, ich bin durch Flüsse geschwommen. Ich fand das einfach so ein schönes, urwüchsiges Gefühl, diese zerrissene, zerklüftete, boah, krasser Angriff, zerklüftete Welt. Und genau, das ist so ein kleines Detail, was den positiven Eindruck, den extrem positiven Eindruck der offenen Horizon-Welt verstärkt ist, dass es so viele Höhenunterschiede gibt. Das klingt jetzt erstmal total banal, aber ich habe entdeckt, so dass ich tierisch gerne versuche, auf Berge hoch zu kraxeln. So, Achtung, nochmal kurz den Truthahn zwischendurch erlegt. Yeah! Sorry, ey, tut mir leid, liebe Tierschützer. Es ist alles nur ein Spiel, es ist nur in der Fantasie. Aber ich mach das so gern. Ich hab, ohne Scheiß, ich hab jedes Tier, was ich gesehen habe, und wenn ich nicht gerade in Kämpfen war, jedes Tier habe ich erlegt. Wirklich, alles. Ich habe mir auch am Ende eine Statistik anzeigen lassen. Ich glaube, ich hatte dann irgendwie 6 Dutzend wilde Tiere erlegt. Ja, wie gesagt, Jägerin und Sammlerin. Genau, nochmal ganz kurz auf die Welt eingegangen. Also, es wirkt so authentisch und so lebensecht, weil es nicht einfach nur eine Fläche ist, die mit Textur gefüllt ist und die von vorne bis hinten gerade ist. Also, ihr habt es ja gesehen, wirklich. Egal in welcher Szene man ist, man hat immer irgendwie Höhenunterschiede. Der Boden ist nie eben. Es gibt keine 90-Grad-Winkel. Wenn man es mit modernen Open-World-Spielen vergleicht, ich meine, klar, ist jetzt irgendwie auch kein Wunder, da ist wie immer alles sehr symmetrisch und sehr, sehr rechteckig, wie gesagt, also Stichwort 90 Grad. Man weiß immer von vornherein, wo man lang gehen kann, wo man nicht lang gehen kann, wo man hochspringen kann, wo man nicht hochspringen kann.
Achtung, Fuchs, ich habe doch gesagt, jedes Tier. Und bei Horizon habe ich echt das Gefühl, okay, ich muss mich jetzt auf eine dicke, anstrengende Bergwanderung machen, um, so wie jetzt hier, auf so einen schneebedeckten Gipfel zu kommen. Also teilweise kann man klettern an vorgegebenen Kletterpunkten, so wie hier, Achtung, und jetzt rennen wir auch nochmal über Seil. Ach genau, und hier zum Beispiel, das weiß ich, da gibt es ein Perk, eine Fähigkeit, mit der man auch jetzt aus dieser Position schießen kann. Das kann ich jetzt noch nicht, sonst hätte ich das gemacht, einfach nur, weil es Schweine cool aussieht. Das muss ich mir tatsächlich dann mit Level-Ups erst erarbeiten und erkaufen. Genau, aber was ich mittlerweile dann doch geschafft habe, ist, mir die Fähigkeit zu kaufen, dass ich ranzoomen kann beim Zielen und dann verlangsamt sich auch die Zeit. Außerdem habt ihr gerade gesehen, mit L1 drückt man das Waffenrad und da kann man immer relativ schnell mit nur... Ich glaube, das machen wir gleich auch nochmal. Nee, doch nicht. Aber man sieht es auf jeden Fall. Bin ich ziemlich sicher, sieht man noch. Kann man relativ schnell auch neue Ausrüstungsgegenstände herstellen. Also das wird euch immer wieder mal passieren, dass im heißesten Gefecht, so wie hier, jetzt geht hier wieder tierisch die Post ab, im heißesten Gefecht gehen euch mal die Pfeile aus oder so. Da müsst ihr nicht umständlich im Inventar blättern oder irgendwelche Menüs durchwühlen. Zack, da hat es mich weggehauen. Geil. Das war dann doch ein bisschen zu viel Input auf einmal. Genau, die Menüs, von denen ich hier gesprochen habe, darauf können wir auch nochmal ganz kurz eingehen. Da lege ich jetzt eine stärkere Rüstung an. Derweil kann ich aber noch kurz meinen Gedanken ausführen. Ihr könnt eben, wie gesagt, auch im Kampf über das Waffenrad mit L1 könnt ihr mitten im Kampf neue Pfeile beispielsweise herstellen. Dann verlangsamt sich die Zeit. Also das Spiel schaltet in einen Zeitlupen-Modus. Das heißt, man muss immer noch ein bisschen aufpassen. Man kann nicht einfach nur stumpf stehen bleiben. Aber also das ist normalerweise ein System, so danke Wolf, von dem, ja, das finde ich immer so ein bisschen kritisch in anderen Spielen, aber wirklich bei Horizon irgendwie, es funktioniert einfach, das ist glaube ich so der Punkt, das kann man auch mal ganz deutlich sagen, Horizon ist, it just works, wirklich, es macht Spaß und es funktioniert. Hier nochmal ein kleiner Eindruck, ich gebe euch jetzt hier keinen Kontext dafür, aber auch die Rollenspielelemente sind ja vertreten in Horizon. Und das zum Beispiel ist jetzt hier eine große Siedlung, die heißt Mutterherz. Und so sieht das etwa aus, wenn man sich das erste Mal hier so ein bisschen durch die Massen bewegt. Hier wird gerade ein großes Fest gefeiert. Ja, da kann man sich jetzt in aller Ruhe umgucken. Hier zum Beispiel am Feuer kann man sich hinstellen, kann man so ein bisschen die Händchen wärmen. Es gibt natürlich Händler. Der nächste große Storypunkt wartet hier. Wie gesagt, keine Angst. Werde ich nicht spoilen, aber auch hier ein kleines Detail in Unterhaltung. Achtet mal gleich aufs Gesprächsrad unten in der unteren Bildschirmhälfte. Da, ihr habt drei Antworten, markiert mit Herz, Faust und Hirn. Und so könnt ihr so ein bisschen den Charakter von Aloy mitgestalten. Also das Herz steht für eine sehr liebevolle oder zurückhaltende Antwort. Die Faust steht mehr so für die durchsetzungsfähige Aloy, die gerne mal einen kessen Spruch zurückbringt. Und das Hirn steht da mehr natürlich, könnt ihr euch denken, für die etwas besondere Aloy. Und das finde ich echt ganz schön, weil ist jetzt nicht übermäßig tief, das System. Aber so konnte ich so ganz kleines bisschen zum Beispiel die, also meine eigene Aloy spielen. Also ich habe oft Charaktere, die ich nicht mochte. Die habe ich dann irgendwie doof angepumpt und dann werde ich auch entsprechend dann zurück angepumpt. Und bei Charakteren, die mir gleich sympathisch waren, habe ich dann quasi immer versucht, lieb und nett und freundlich und höflich zu sein. Sehr höflich bin ich nicht zu dem Vieh, was ich jetzt quasi überschrieben habe. Das ist, zack, komm her, Wildschwein. Das ist auch eine Fähigkeit, die man im Laufe der Story lernt. Man kann sich solche Reitmaschinen gefügig machen und mit den gefügig gemachten Reitmaschinen auch Wildschweine jagen. Kommst du her? Ohne Scheiß, ich kann es nicht lassen. Und es geht. Es ist so schön. Die kann man nicht nur dazu benutzen, um relativ schnell von A nach B zu kommen, was relativ nützlich ist, sondern man kann sie auch im Kampf einsetzen. Das zeige ich jetzt. Apropos von A nach B kommen. Es gibt eine Schnellreisefunktion, da hinten ist wieder tierische Panik. Es gibt eine Schnellreisefunktion, dafür sind die Lagerfeuer da, die man überall findet. Die werden dann auf der Karte grün markiert. Aber Achtung, der Trick ist, das kostet jedes Mal einen Schnellreisepunkt. Und die Punkte, die gibt es natürlich auch nicht unendlich, auch die muss man sich verdienen. Das heißt, ihr könnt nicht, wie ihr lustig seid, einfach fröhlich hin und her quick traveln. Irgendwann sind eure Punkte aufgebraucht und wenn ihr dann von einer Ecke der Map in die andere zur anderen kommen wollt, dann müsst ihr das tatsächlich per Pedis machen. Und also da denke ich, okay, da haben die Entwickler meine Gedanken gelesen, denn darüber haben wir uns ja schon ein paar Mal unterhalten. Ich bin prinzipiell ein entschiedener Gegner des Quick Travelns. Also ich probiere eigentlich immer das Quick Traveln zu vermeiden. Ob es in Spielen wie Fallout ist oder in Skyrim oder in Konsorten.
Aber ich weigere mich einfach quick zu traveln, weil ich mir denke, nee, das ist ein Open-World-Spiel und das Spiel präsentiert mir hier eine offene Welt. Die ist mal interessanter, mal weniger interessant, aber irgendwie, ich probiere dann dem jeweiligen Titel so viel Respekt entgegenzubringen, dass ich nicht versuche, jeden 10-minütigen Fußmarsch dann einfach schnell zu überskippen, sondern das ist dann halt die Arbeit, die ich da investiere und ich hoffe, dass ich dann belohnt werde. Und bei Horizon, wie gesagt, wurde ich bislang noch immer belohnt. Das ist einfach, es macht einfach Spaß, sich in dieser Welt zu bewegen. So, habt ihr gerade gesehen, das war jetzt so ein klassischer Kampf, man möchte fast sagen zu Pferde. Also ihr könnt eben mit diesen Reitmaschinen auch Gegner angreifen, logischerweise. So, ganz kurz. Ah, das meine ich, man muss die ganze Zeit hin und her springen. So, das habe ich gemeint. So, das habe ich voll gerne gemacht. Einfach mal zu gucken, okay, wo kann ich hochspringen? Das geht in anderen Spielen irgendwie nicht. Da sind diese Felsen, sind in vergleichbaren Spielen sind nicht begehbar oder nicht bespringbar. Und ich habe nicht das Gefühl, dass ich das Spiel hier irgendwie falsch nutze, sondern im Gegenteil. Ich habe das Gefühl, das Spiel will das. Das Spiel sagt mir, probier es einfach, experimentier, probier da hoch zu hüpfen. Das sieht vielleicht ein bisschen doof aus, aber wir geben dir die Möglichkeit, fast alle Oberflächen irgendwie zu erreichen. Es muss nicht immer das automatische Klettern an vorgegebenen Punkten sein. Probier es einfach selber mal. Und ich meine, ey, weiß nicht, wer damals sowas wie Morrowind gespielt hat, das war ja mein erstes großes Open-World-Spiel und meine erste große Open-World-Rollenspiel-Liebe, wie oft ich da versucht habe, irgendwelche Berge hochzuhüpfen. Also Stunden habe ich damit zugebracht. Und ich finde es geil, dass es hier wieder geht. Apropos geil, das ist zum Beispiel eine alte Ruine, die wir entdeckt haben. Das ist, glaube ich, diese Air Force Piloten Ausbildungs Academy, dieses Gebäude. Sieht auf jeden Fall echt richtig geil aus. Und ein kleines Detail, Achtung, habt ihr jetzt nicht gesehen, ne? Aber achtet mal drauf, was Aloy, ich habe es extra nochmal gemacht, achtet mal drauf, was sie jetzt mit den Händen macht. Achtung, finde ich total geil. Habe ich auch erst nach ein paar Stunden gemerkt. Da, die hebt die Hände. Die hebt die Hände, wenn die so durchs Gras geht. Und auch hier wieder, das ist nur ein kleines Detail, so, ey, das macht das Spiel jetzt auch nicht besser oder schlechter, so global gesehen. Aber man merkte einfach, hier ist Herzblut drin. Die Jungs und Mädels von Guerilla, die haben irgendwie nicht einfach mal einen Open-World-Titel hingeklatscht, weil sich das gerade gut verkauft heutzutage, sondern da steckt wirklich jede Menge Arbeit und Feinschliff und eben Herzblut drin. So, was wir hier sehen, ist nicht nur ein krasser Kampf gegen Viecher, die eigentlich völlig ungefährlich sind, die haben einen ausgeprägten Fluchtreflex, sondern hier muss ich eine Prüfung ablegen. Ich muss, glaube ich, genau 10 von diesen Behältern muss ich den Grasern, so heißen diese Roboterviecher, muss ich den Grasern vom Rücken schießen und dann ist die Prüfung auch geschafft. Und jetzt passiert was sehr Schönes. Also nicht nur, dass es wieder geil aussieht, wenn man in Zeitlupe hier die Gegner anvisiert. Hier, schaut mal. Die rennen alle mehr oder minder hier so in so eine Sackgasse, so dass ich die relativ easy hier einen nach dem anderen abschießen kann. Und das ist so ein Detail. Auch das, ich finde es einfach überzeugend, das sind keine klugen Tiere. Und ich meine das jetzt gar nicht so als doofen Gag, sondern die Maschinen, die unterscheiden sich nicht nur in Aggressivität voneinander, sondern auch in puncto Intelligenz. Das sind ausgewiesene Herdentiere, diese Graser. Die sind nicht stark, die sind nicht aggressiv, die sind auch nicht smart. Hier sieht man es kurz, zack, neue Pfeile hergestellt. Habt ihr vielleicht gleich gesehen, weil es nur 2 Sekunden dauert und schon habe ich 20 neue Pfeile. So, hier sieht man es auch nochmal. Andere Viecher würden mich eventuell schon angreifen, wenn sie mich da hinten rumlungern sehen. Ich hingegen zücke einen Feuerpfeil und Achtung, jetzt wird's richtig geil. So, ein Behälter anvisiert und 3, 2, 1. Komm schon, Shazam! Ist das nicht geil? Leute, ey, ich weiß, das ist immer so doof beim Video. Ihr denkt euch jetzt vielleicht, ja, irgendwie ist schon ganz nett, aber wirklich, wenn man das selber spielt, das ist einfach was anderes. Das überträgt sich jetzt vielleicht nicht so an euch, aber wenn du derjenige bist, der genau solche Aktionen hier bringt, und zwar eine nach der anderen, das ist einfach so ein Adrenalin-Rush. Das ist geil, wirklich. Deswegen glaubt's mir einfach. Ich verspreche es euch, ehrlich, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß an einem so großen Titel, an einem Open-World-Titel wie an Horizon. Und deswegen habe ich auch viele von diesen Szenen einfach mal so ein bisschen durcheinander geschnitten, um euch zu zeigen, wie viel tatsächlich im Spiel geht und wie viel ich auch gemacht habe. Und zwar nicht immer unbedingt, weil ich versucht habe, möglichst schnell durch die Story zu kommen, sondern weil das sind so Angebote, ich habe die einfach gerne angenommen. So. Das Jagen, das fühlt sich einfach echt, das fühlt sich richtig an. So muss ich Jagen in Videospielen anfühlen. Das ist geil. Also das Kämpfen mit Pfeil und Bogen und mit dem Speer, das Anschleichen. Also das ist ein authentisches Jagdgefühl, soweit man das beurteilen kann, wenn man schön mit dem Pad in der Hand vor der Glotze sitzt und eh nur sehr ungern rausgeht. So, jetzt kommt wieder
nicht nur eine, guck mal da hinten, was laut denn da? Guck mal ganz da hinten, seht ihr das so zwischen den Ruinen? Ja, da sieht man doch schon so einen Langhals und ich weiß es, ihr wisst es, wir alle wissen es. Die Langhälse sind der heimliche Star und keine Angst, den kriegen wir auch noch gleich in der Nahaufnahme zu Gesicht. Aber vorher nochmal hier so ein krasser Kampf. Ja, ich habe mich entschieden, euch öfter mal echt diese Szenen zu zeigen, nicht nur eben wie angekündigt. Ich hoffe, dass man sieht, dass man tatsächlich oder dass ich tatsächlich im Laufe des Spiels besser werde. Also, das wird immer noch ziemlich hektisch. Ist es aber gar nicht. Also, es kommt vielleicht manchmal etwas ungeplant und wüst und chaotisch rüber. Und das muss nicht heißen, dass es nicht durchaus mal so sein kann. Aber im Grunde versuche ich hier relativ überlegt zu spielen. Also, ich probiere immer dann auszuweichen, natürlich, wenn es sinnvoll ist. Ich probiere... ja, nicht zu sterben, so wie hier. Sehr gut, hervorragendes Beispiel rausgesucht. Ja, aber ich glaube, ihr wisst, was ich sagen wollte. So, das sind einfach Kämpfe, in die stürzt man sich echt tierisch gerne. So, und jetzt sind wir dann doch hier endlich mal. Das ist der erste Langhals für mich im Spiel. Achtung, mal kurz den Fokus angeschaltet. So, und jetzt sehen wir auch, wo wir uns festhalten und hochhangeln können. Okay. Nämlich an diesen virtuellen Plattformen. Und auch hier, ne, wie gesagt... ja, kann sich ja jeder einen eigenen Raum drauf machen, Reimraum drauf machen. Was eigentlich hier passiert ist in dieser Welt und wie da die Erklärung aussieht. So, und jetzt überbrücken wir das Vieh. Das heißt, was wir damit gemacht haben, ist ein Teil der Karte aufgedeckt. Und auch hier, man könnte jetzt Vergleiche ziehen und auch hier finde ich das völlig legitim. Denn Vergleichen per se ist ja nichts Schlechtes, auch wenn viele da sehr andere Meinungen sind, was ich nie ganz nachvollziehen kann, aber gut. Vergleiche ziehen zum Beispiel, zu Far Cry, so wir erinnern uns alle an die Wachtürme oder auch bei Assassin's Creed, so, und das sind so Sachen, da unterdrückt jeder von uns einen Gähn. Und von der Funktion her sind die langen Hälse völlig identisch, aber wirklich, es ist ein völlig anderes Gefühl, wenn es ein lebend in Anführungszeichen, ein lebendes Roboter-Dinosaurier-Vieh ist und B, wenn es sich bewegt. Also, das steht nicht einfach nur doof da und wartet drauf, dass der nächste Spieler ankommt, um da hochzukraxeln irgendwie und nebenher checkt man Twitter oder so, weil ja, was kümmert einen das große? Ey, cool, wie ein Stück der Map aufgedeckt. Sondern man hat wirklich das Gefühl, okay, das ist meine eigene Leistung. So, ich habe ihn erstmal gefunden, der bewegt sich. Das heißt, ich muss gucken, wie seine Route ist, wo er lang geht. Ich muss mir überlegen, von welchem Punkt ich am besten auf ihn springen und ihn erreichen kann. Und wenn man das geschafft hat, dann hat man so das Gefühl, okay, jetzt habe ich es mir aber auch verdient, dass ein Teil der Map jetzt aufgedeckt wurde. Und das ist einfach, ja, das ist aber ein schönes, befriedigendes Gefühl. Deswegen spielen wir Videospiele. Naja, nicht nur deswegen, aber oftmals deswegen. So, was wir jetzt hier machen, ist, wir haben ein Banditenlager entdeckt. Es gibt nämlich auch menschliche Feinde in Horizon. Das auch werdet ihr euch gedacht haben, denke ich mal. Ja, was man machen könnte, ist, man könnte per Fokus alle Gegner markieren. Man sieht die Option unten mit R2. Das helle sind die Gegner, also das goldene. Hier geht's nicht hoch. War eine gute Idee, aber leider nicht umzusetzen. Man könnte die Gegner markieren, sodass man immer weiß, wo sie gerade sind. Aber ich habe es mal probiert, das ohne zu machen, weil ich irgendwie dachte, ach, ja. Ey, wenn schon Jäger und Sammler, dann aber richtig Jäger und Sammler. Und das inkludiert dann irgendwie auch, dass man es vielleicht mal probiert, ohne die ganze Zeit eine Anzeige zu haben, wo die Gegner eigentlich alle sind. Das in der Mitte ist der Alarm, den sehen wir gleich auch nochmal aus der Nähe. Und also was mich da wirklich überrascht hat, auch hier diese ganze Sequenz können wir nicht komplett zeigen. Die dauerte, glaube ich, nämlich 10 Minuten, bis ich das Lager dann mal freigeräumt hatte. Wie viele das sind. Ist jetzt nicht so, weiß nicht, ich denke jetzt gerade an Far Cry 3 oder 4, da sind in so einem Lager mal so, weiß nicht, ja, 6, 7, 8 Leute und dann ist auch schon wieder gut. Sondern, ey, also hier, da kommen immer und immer wieder Leute nach. Also nicht unendlich, da würde ich richtig kotzen. Ich hasse nichts mehr in Spielen als Gegner, die unendlich spawnen. Sondern man unterschätzt völlig, wie riesig dieses Lager ist. Das ist wirklich groß und wirklich verwinkelt. Und immer wenn man denkt, okay, jetzt sind hier keine Gegner mehr. Hier, man sieht es angedeutet, bis da hinten reicht die Gegnerschar. Kommt echt immer wieder welche nach. Also man muss wirklich die ganze Zeit konzentriert bleiben, am Ball bleiben. Zum Glück vertragen die Gegner, aber also die menschlichen Gegner, echt nicht so irre viel. Also ich glaube, ein, zwei Schläge mit dem Speer oder auch ein Pfeil im Kopf und dann ist da irgendwie auch Schicht im Schacht. Hier macht's einfach die Masse. Also wenn man da überrannt wird, dann wird's irgendwie schwierig, aber der menschliche Gegner an sich, zumindest jetzt in diesem frühen Stadium des Spiels, der ist jetzt irgendwie relativ ungefährlich.
Und könnt ihr euch denken, natürlich, sobald man das Banditenlager von eben diesen Banditen geräumt hat, hat man hier quasi eine neue kleine Siedlung aufgemacht. Das heißt, da machen dann Händler auf, es gibt ein paar Nebenmissionen, ein paar neue Charaktere lernt man kennen. Es lohnt sich also immer wieder, die Map abzugrasen, um nach Gelegenheiten zu gucken, wie man sein Spiel und seinen Fortschritt weiterbringt. So wie hier, hier sieht man es, das sind wieder andere Banditen, die sind aber gerade abgelenkt, weil die jetzt selber in so einem kleinen Scharmützel mit diesen Grasern sind. Ganz da hinten. Ihr habt es, glaube ich, ganz sanft gehört. Das sind so dicke, ich nenne es mal Böllerschüsse, weil einer von den Kollegen rennt hier mit so einer Mörderwumme rum. Genau, man sieht ihn, glaube ich, da hinten angedeutet. Jetzt sieht man es noch besser. Und diese Mörderwumme, das ist der Knaller, die kann man sich selber schnappen. Das heißt, was mache ich also? Haha, ich guck doch mal, ob ich den Kapaiken nicht irgendwie hier in das Elektro-Drahtseil locke. Und er geht direkt dran vorbei, ey. Verdammt. Ist aber nicht schlimm, denn der ist zwar dick und hat eine ordentliche Angriffskraft, aber er verträgt jetzt auch nicht so irre viel. Das heißt, zwei, drei Schläge von hinten und ich habe den, nee, erstmal wird gelootet, ganz, ganz wichtig, denn wir wollen ja auch in Zukunft Sachen verkaufen und craften. Ich habe jetzt hier den Feuerspucker. Auch hier, ich finde es einfach schön, wie Aloy sich dann so nach hinten beugt, um das schwere Gewicht des Feuerspuckers auszugleichen. Also, die wirkt echt authentisch, die wirkt lebensecht, wirkt auch durchaus sympathisch. Ich finde, die ist super modelliert. Also, ich bin wirklich so ein kleiner Fanboy von Aloy. Und wenn dann ihre Story noch zu einem befriedigenden Abschluss kommt, so. Ja, ich kann mir vorstellen, dass hier so ein kleiner, neuer, weiblicher Star geworden ist. So, hier, genau. Ich habe nur drauf gewartet. Irgendwas muss ich auch mit dem scheiß Feuerspucker anfangen und da kommt das dicke Wildschwein. Also, was mache ich? Ihr wisst, ich kann kein Tier leben lassen. Also, komm, wo ist es? Na, nein, schon wieder daneben geschossen. Das war deutlich. So, da haben wir es erlegt. Danke, Astralen. Ja, ich meine, das ist so eine Sache, klar. Ich hätte da auch taktisch klüger vorgehen können, mir Essen Feuerspucker holen und dann einfach die Banditen damit wegballern. Aber das Spiel bestraft einen nicht. Also das finde ich einfach schön, man hat so wahnsinnig viele Möglichkeiten, hier jeden Kampf zu bestreiten. Man kann vorsichtig vorgehen, man kann mitten rein rennen, man kann eine Mischung aus beidem versuchen. Und wenn man vernünftig spielt und ja, die Map aufmerksam beobachtet, dann findet man auch Orte wie diesen. Was das ist, das werdet ihr noch selber spielen. Ich zeige euch nur einen kleinen Eindruck und wir beschließen das Video jetzt mit einem dicken Bosskampf. Ja, es gibt auch Bosse. Wer sich auch hier nicht spoilen will, der soll das Video jetzt ausmachen. Für den nochmal als letztes Fazit, Horizon Zero Dawn ist geil. Alle anderen bleiben noch 10 Minuten dran, damit ich so meine Gedanken ordnen und zu einem ausführlicheren Fazit bringen kann. Das ist der Boss. So, und zum einen, Leute, ohne Scheiß, ihr glaubt's nicht, der ist so schwer. Wirklich, ich sage es jetzt nicht, um meine liebe Kollegin und Freundin Anne hier in Misskredit zu bringen, sondern nur, um euch Kontext zu geben. Anne hat den nicht geschafft, die hat irgendwann aufgehört. Und also ich habe, glaube ich, mit mehreren Versuchen eine Stunde an dem gesessen. Also ich hätte es nicht gedacht. Vielleicht habe ich es irgendwie auch nur nicht gerafft. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Vielleicht hätte ich irgendwie nur Feuerpfeile benutzen müssen oder irgendwie sowas. Aber alter Schwede, der ist hart. Der ist richtig hart. Also das ist, glaube ich, mein, weiß nicht, sechster, siebter Versuch oder so. Das ist schon, also das hätte ich nicht erwartet, dass die Bossfights in Horizon, das sind richtige Bosskämpfe, wie früher. Das ist jetzt nicht einfach nur ein dicker Gegner, so, ja gut, der hat irgendwie so 3-4 Angriffe, am besten irgendwie noch ein Quicktime-Event und dann ist der auch gelegt, so danke, Erfolg freigeschaltet. Nee, sondern, also hier ist ein Bossfight noch wirklich ein Bossfight, da war ich echt überrascht und ja, wenn man sich wirklich mal dran gewöhnt hat und vielleicht nach 2-3 Toten tief durchatmet und voll Konzentration dabei bleibt, dann sind das auch wirklich richtig geile, spaßige, schlimme, brutale und ja, adrenalinfördernde Kämpfe. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten und die möchte ich nutzen, um ja, nochmal, im Grunde habe ich das Fazit schon gegeben, aber ich kann es ja nochmal ein bisschen ausführen. Also, ich bin wirklich extrem positiv angetan. Horizon scheint wirklich alle Versprechen einzuhalten, alle Vorschusslorbeeren scheinen mir echt berechtigt gewesen zu sein. Ich hatte wirklich lange kein Spiel mehr, bei dem ich echt kaum ausmachen konnte. Also, ich weiß nicht, gestern, es war irgendwie 7:30 und ich hätte eigentlich längst nach Hause gehen sollen, aber ich musste zum Beispiel erst noch zu diesem Boss kommen und dann musste ich den legen und so. Also, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal echt das Gefühl hatte, so, boah, nee, ach, ich glaube, ich zock noch bis Mitternacht. Statt Feierabend zu machen. Und wenn ein Spiel das schafft, so, das ist schon aller Ehren wert und das packt Horizon auf jeden Fall. Was mir wirklich am besten gefällt, ist die Spielewelt.
ist das Kampfsystem, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, das etwas ruppigere und urwüchsigere Kampfsystem. Das wirkt am Anfang nicht so poliert, wie man es aus anderen Spielen vielleicht kennt, aber letztendlich, glaube ich, ist es ein viel schöneres und befriedigenderes Kampfsystem, eben weil ich nicht das Gefühl habe, dass permanent das Spiel eigentlich im Grunde alles für mich selber macht und ich muss nur hier und da ein Knöpfchen drücken, sondern hier ist jeder Sieg wirklich mein Sieg und jede Niederlage ist meine Niederlage. Und ich möchte jetzt keinen Vergleich ziehen zu einer großen, großen Spielereihe, bei der wir alle ein ähnliches Gefühl hatten. könnt ihr euch ja denken. Aber das ist auf jeden Fall echt nichts Schlechtes. Wenn ich was sagen sollte, was mich vielleicht nicht hundertprozentig überzeugt hat, eine Sache gibt's. Und zwar, wenn ihr mit Charakteren interagiert, und ich meine jetzt nicht die CGI-Movies, die Renderfilme, die die Story vorantreiben, sondern mit ganz normalen Charakteren, mit Freunden, mit Händlern, dann ist die Kameraperspektive von Aloy und ihrem jeweiligen Gesprächspartner, die ist da ein bisschen statisch. Also im Grunde stehen die sich irgendwie immer nur gegenüber und es gibt so den klassischen Schuss-Gegenschuss. Also Aloy sagt was, dann sagt der Partner was. Dann sagt Aloy was, dann sagt der Partner was. Also das ist jetzt wirklich überhaupt nichts Schlimmes und ich bin gar nicht überrascht oder ich wäre nicht überrascht, wenn das vielen Leuten vielleicht auch gar nicht so richtig auffallen würde. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, da hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen mehr Dynamik tatsächlich in der Inszenierung und in der Kameraführung gewünscht. Das hätte das Ganze vielleicht mal so ein bisschen aufgelockert. Und so hat vielleicht so das ein oder andere Gespräch so ein bisschen an dramaturgischem Wumms eingebüßt, eben weil es eigentlich wie immer nur bei jedem Gespräch zwei Kameraperspektiven gab. Aber wie gesagt, ich betone es nochmal, das bezieht sich wirklich nur auf die, ich sag mal, normalen Unterhaltungen mit NPCs oder vielleicht nicht ganz so wichtigen Charakteren. Die eigentlichen Sequenzen, in denen die Renderfilme laufen, die sind wirklich absolut fantastisch. Generell die Grafik, ihr habt es ja gesehen, so, das ist einfach allererste Sahne. Da ist nichts zu meckern. So, ich hatte keine Framerate-Einbrüche, es gab keine Grafikruckler, ich hatte wirklich keine Probleme. Also das läuft echt alles butterweich und flüssig und das ist auch extrem wichtig, weil man es hier sieht an so einem Kampf zum Beispiel. Da kommt es nahezu echt auf jeden Frame an, wann weicht man aus und nicht mal dann habe ich es immer richtig gemacht. So. Also das muss wirklich technisch einwandfrei laufen und das haben die Jungs und Mädels von Guerilla auch geschafft. Also ja, wirklich, Überraschung kann man nicht mal sagen. Es ist wirklich so gut, wie wir alle gehofft haben und wie es auch angekündigt wurde. Und ich meine, naja, also vielleicht eine kleine Überraschung in dem Sinne, dass es tatsächlich sogar für mich ganz persönlich noch besser ist, als ich gedacht hätte. So. Ich dachte, okay, wenn es nur in Anführungszeichen ein gutes Open-World-Spiel wird, dann bin ich auch zufrieden. Also will man sich nicht beschweren. Dass es mich dann echt so fesselt und kickt und fasziniert, auch was die Story angeht. Ich möchte wirklich wissen, so, was ist da passiert, so alter Schwede? Wirklich, ich habe euch so viele Sachen gar nicht gezeigt. Also, ich möchte und will auch jetzt natürlich in den letzten 2 Minuten nichts mehr spoilern, ne? Aber wirklich, es gab so ein paar Szenen und ein paar Story-Fitzel und Fetzen, so Gesprächsinhalte. Da habe ich wirklich laut im Raum gesagt, Alter, was? What? Wie? Ernsthaft? So, also, ja, ich bin echt gekickt so. Ich möchte wissen, so, in welche Richtung geht das alles. So, apropos, in welche Richtung geht das alles? Richtung, in die das hier geht, ist, danke, Boss ist geschafft. Wir hauen jetzt die beiden kleinen Penner hier noch weg. Und dann war es das auch soweit. Ich bedanke mich wirklich sehr herzlich fürs Zuhören und, ich habe es am Anfang erwähnt, das ist wirklich nur ein Überblick gewesen über das, was in den ersten paar Stunden in meinem Horizon-Spieldurchlauf so passiert ist. Es gibt wirklich noch viel, viel mehr zu sehen, viel, viel mehr zu entdecken. Ich konnte ganz viel echt nur anreißen. Also wenn ihr denkt, okay, jetzt weiß ich irgendwie alles. Nee, ohne Scheiß, wirklich. Pustekuchen, ihr wisst nur einen Bruchteil. Und das ist ja auch schön und gut und fein so. Also freut euch echt aufs fertige Spiel. Ich werde es definitiv weiter zocken. Vielleicht schon heute Abend. Mal gucken. Also wirklich ein richtig, richtig feines Ding. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige in der Redaktion, der sich hier noch in den nächsten Tagen und vielleicht sogar Wochen, wenn nicht gar Monaten, mit dem Teil beschäftigen wird. Jetzt sieht man nochmal ganz kurz, dass wir diesen Bossfight auch wirklich zum Abschluss gebracht haben, indem wir jetzt hier mit dieser Maschine, nenne ich es einfach mal,
interagieren. Und dann, genau, dann soll es für heute dann auch gut gewesen sein. Ich kann sagen, wir beschließen das Video mit einer Kill-Collage. Ich habe ja gesagt, ich bin so ein kleiner Jägersmann im Herzen und deswegen habe ich wirklich alles abgedolcht und abgeschossen, was mir da so entgegenkreuchte und fleuchte. Und wenn ihr diese kleine, aber mit viel Herzblut zusammengestellte Kill-Collage sehen wollt, dann bleibt einfach jetzt noch dran. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch auf Horizon. Wir freuen uns natürlich über ein Däumchen und ein Abo. Und ansonsten nutzt den Kommentarbereich für eure Eindrücke und eure Meinung zu Horizon. Danke, das war Wolf und Weidmanns High.